damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt hier auf dem Kanal. Wir spielen das neue Alone in the Dark, was jetzt 2024 erschienen ist. Es soll recht gut sein. Ich habe mal den Testbericht von GameStar angesehen und die geben eine Empfehlung raus. Und die Story soll wirklich gut sein. Und das ist für mich dann gerade schon ein Argument gewesen. Horror plus gute Story, das spielen wir. Also würde ich sagen, gehen wir gerade direkt rein. Los geht's. Modern. Also, Ihr Onkel. Was ist sein Problem? Besessenheit. So wie vom Teufel? Sowas in der Art. Er sagt, ihm würde ein Schattenmann folgen. Ihn ständig beobachten. Was halten Sie davon? Das ist natürlich Unsinn. Aber es beunruhigt mich, ehrlich gesagt. Es liegt uns nun mal im Blut. Besessenheit? Nein, Detective. Zerstörerische Melancholie. Nahezu alle Mitglieder der Hartwood-Familie verfallen noch jung dem Wahnsinn. Aber Jeremy hat das nicht getan. Ist er deswegen in der Cellar? Obwohl er davon überzeugt ist, wirklich besessen zu sein, setzt er seine letzte Hoffnung auf Dr. Gray und seine Psychoanalyse. Dachte wohl, vielleicht findet sich eine Heilung. Sie haben einen Brief erwähnt. Ich habe einen verstörenden Brief von Jeremy erhalten, in dem er das Personal und die Patienten als Kultmitglieder bezeichnet, die ihn erledigen wollten. Könnte das wahr sein? Oder ist es nur Einbildung? So legt er es sich zurecht, Mr. Carnby. Alles, um die Wahrheit zu meiden. Die wäre? Dass wir alle absolut unbedeutend sind. Dass die Menschen einander so wenig bedeuten. Dass niemand hinter Jeremy Hartwood her ist, weil er es nicht wert ist. Und doch sind wir hier. Mein Onkel ist krank, Mr. Carnby. Ich will mich nur um ihn kümmern. Was mache ich denn hier? Gab's kein Taxi? Nein, ich würde mich allein nicht sicher fühlen. Haben Sie eine Waffe? Ja. Glauben Sie, ich werde sie brauchen? Nein. Aber je nach Reaktion des Personals müssen Sie sie vielleicht vorzeigen. Was genau werden wir denn tun, wenn wir Jeremy finden? Ich weiß es nicht. Finden wir ihn erstmal. So, jetzt können wir unseren Charakter auswählen und ich glaube, er hat aber eine Waffe, ne? Ich würde trotzdem erstmal mit ihr gehen. Hallo? Es ist so still. Wo sind denn alle? Ist ziemlich groß. Vielleicht auf der anderen Seite vom Haus. Bleiben Sie hier. Ich schaue nach. Ja, das fängt ja schon mal gut an, in ein fremdes Haus einfach mal so reinzugehen. Kapitel 1.
Okay. Oh, wir haben auch eine Waffe. Okay, soweit so gut. Für den Zugang zum Haus. So wie es aussieht, wird das Auto da gerade repariert. Okay, Rechtsklick ist die Waffe. Was ist das? Taschenlampe? E? Was ist das? Ja, was ist das? Ah, eine Taschenlampe. Okay. Und ein Küchengartenschlüssel. I öffnen. Okay. Drücke V, um die Taschenlampe an- und auszuschalten. Was für Spiel erinnere mich das, wo das so vorne drauf ist? What is Dead Space? Weiß nicht, aber die Position ist irgendwie ganz markant. Gut. Ja, also bis jetzt ist ja noch alles normal. Guten Tag. Ah, ja. Was ist das? Achso, da liegen einfach mal so Pistolen, Munition, Sachen rum. Alter. Ich dachte, das war eine Person. Überhaupt nicht gruselig, aber eigentlich ist das Anwesen gar nicht mal so schlecht. Gut, der Wintergarten, den sollte man vielleicht mal sauber machen. Und wäre das jetzt mein Haus hier, die Statue kommt weg. Die macht mich kirre. Oh, das sieht aus wie bei... Alter. Wie bei Hogwarts Legacy, wo dieser Naturkundeunterricht gewesen ist. Der muss älter als Dursedo sein. Sie haben das Haus drumherum gebaut. Oh, da ist noch was. Ja, okay. Es ist ein Schlüssel hier drin. Oben, unten. Ich glaube, ich gehe erstmal hier rein. Doch. Okay. Das ist, glaube ich, die... Ich hasse es, wenn sie so viel Geräusche hat. Ich nehme das einfach. Ja, wir sind ja einfach so in ein fremdes Haus reingegangen. Wir nehmen einfach mal Sachen mit. Mhm. Aber cooles Setting. Okay, was haben wir hier? Familienbibel. Dein Schweigen wiegt mit jedem Tag schwerer. Es war für alle ein schweres Jahr und viele haben alle Hoffnung verloren. In der Zeitung lese ich vom Leid der Menschen. Da sind Bilder von staubbedeckten Landschaften ohne einen Tropfen Wasser. Ich wünschte, ich wüsste, ob du dich noch um diese Erde kümmerst oder ob du ihr den Rücken zugekehrt hast. Ich habe anderswo begonnen, nach Hilfe zu suchen. Ich bete um ein Zeichen von dir, ob du diesen Pfad billigst oder nicht. Mit der Hilfe von Baptiste und Charlotte habe ich Trost im Praktizieren von Voodoo gefunden. Lange war ich skeptisch, was diesen Kult aus der Karibik angeht. Aber er hat mir gut gedient. In meinem Buch liest sich das alles recht harmlos. Ich sage ein paar Worte, die sich die Kreolen in ihren Träumen ausgedacht haben, und trage einen kleinen Beutel mit Talismanen mit mir rum. Von alledem steht natürlich nichts in der Bibel. Aber die Priesterin aus dem französischen Viertel sagte mir, das würde alles zusammenhängen. Sie sagt, der Gott der Christen ist nur eine weitere Sicht auf den Schöpfer aller Dinge. Damit kann ich leben.
Nur eben andersherum. Dass die Geister ihres Glaubens nur Aspekte von dir sind, unserem Vater im Himmel. Ich bin so dankbar für die Worte, die du Mr. Hardwood gegeben hast. Wir werden deine Loblieder in der Johannisnacht singen. Bald wird die Welt wieder gesegnet sein. Deine Forderungen für Opfer wirken wie aus dem Alten Testament. Lass dies alles wahrhaftig sein. Eine Mutter der Erde, des Waldes und des Schmutzes. Eine Mutter von 1000 Jungen. Heiliger Sand, $1. Öl einer schwarzen Katze, $1.50. Des Teufels Schnürsenkel, $0.25. Das macht $2.75, Madame. Was haben Sie da dem Doktor gesagt? Eine Ziege ohne Hörner? Was soll das heißen? Ah, da haben Sie mich wohl falsch verstanden, Madame. So etwas habe ich nicht gesagt. Bitte. Ich weiß, ich sehe nicht aus wie ihr. Aber ich bin unter... Dein Schweigen wiegt mit jedem Tag schwerer. Naja. Für alle ein schweres... Okay, aber es ist eigentlich schon ganz cool, dass das hier voll vertont ist. In welchem Spiel haben wir das sonst, wenn man hier so Textromane hat? Okay, cool. Also hier geht schon mal Voodoo-mäßig irgendwas ab. Und noch mehr Pistolenmunition. Einfach mal so. Ah, das ist die... Ja, also mit der Küche könnte ich jetzt arbeiten, ne? Also ein bisschen modern einrichten, aber ansonsten... hat's technisch geil. Was haben wir hier drin? Wieder Gesundheit. Dass die Türen so wieder zuknallen... das wird mich bestimmt noch erschrecken. Oh, Vorratsraum... sieht jetzt nicht unüblich aus. Ja, mehr Gesundheit. Boah, da kann man geile Schinken machen und so. Also mal hier. Rattengift. Wow. Was war das? Okay. Eingesetzt können gar nicht erst so vollständig werden, ohne sowohl Cannabis als auch Emilys Kampagne zu spielen. Naja, also wir könnten es theoretisch zweimal durchspielen. Na, da drin, Munition. Alter, diese Geräusche. Nochmal Munition. Okay. Kann ich Türen zumachen? Nee. Munition, geil. Ja, die haben da einfach mal aufgehört. Da glaube ich, hat es ein Wasserproblem. Ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass offen ist, aber okay. So, was haben wir hier? Alter. Meine Munition. Ich bin überhaupt nicht angespannt. Da drüben ist noch was. S-Bahn-Ticket. Ich schaue, wenn ich es aufmache. Achso, das sind die ganzen einzelnen Sets hier. Okay. Ich brauche den Schlüssel. Ja, gut. Hier drin sehe ich jetzt nichts mehr. Gehen wir mal wieder raus. Aber sprinten geht auch, aber dann sieht die Kamera komisch aus. Ah, Heizungsraum, so wie es aussieht.
Sabotage. Hinweis. Bitte den Kessel nicht berühren. Er funktioniert immerhin gerade. Die Sabotage hat zwar für ein Leck gesorgt, aber nur die Zierplatte ist wirklich zerstört worden. Warten wir darauf, dass Mr. Chance auftaucht. Der soll sich das Leck mal ansehen. Mr. Waits. Sabotage? Warum sollten jemand die Heizung da sabotieren? Ach nee, ein Rätsel. Muss ich da was machen? Wie auswählen? Ja, ich glaube, da fehlen einfach noch Teile. Das sieht nicht sicher aus. Lass mich raten, und wir können deswegen jetzt hier nicht vorbei. Kaputtes Ventil. Ja. Okay. Also, wir brauchen einen Schlüssel und wir brauchen irgendwas für den Kessel. Ja, nehmen wir mal. Gut, da geht's nicht rein. Da sollte man sauber machen. Aber ansonsten sieht es ja gar nicht mal so schlecht aus hier drin. Na, nichts drin? Nix. Boah, können die Türen nicht einmal offen bleiben? Was ist das da? Ausplan? Bodenplan von Dekret. Aber was? Der Setto. Ah. Saloon, Esszimmer, WC. Zimmer hier beim Pfleger. Hintergrund. Okay. Verriegelte Tour erkundet. Von ihrer eigenen unüberlegten Entscheidung überrascht, brach Emily in DeSedo ein. Sie überlegte, wie sie ihre Geschichte darlegen sollte, falls man sie erwischen würde. Aber ihr fiel nichts Überzeugendes ein. Sie war nicht besonders gut in Augenwischerei. Idealerweise fand sie einen Weg, die Vordertür zu öffnen und Detective Carnby hineinzulassen, damit er sich um die Situation kümmern konnte. Cool. Okay. Was ist bei der Ermittlung hier? Achso, das sind die ganzen Hinweise. Oh, Verandaschlüssel. Ah, was ist das? Ein Schlüssel. Verandaschlüssel? Geht nicht. Oder? Nee. Gut. Was sind die alle? So, wieder Health Plus. Und wieder ein Buch. Lottis Tagebuch. Sonntag, 22. Juni. Ich habe den ganzen Tag mit der Suche nach Jeremy verbracht. Ich hätte mich um die anderen kümmern sollen, aber ich mache mir Sorgen, dass er etwas tut, das man nicht mehr wieder gut machen kann. Cassandra ist wütend, weil ich ihr die neueste Lieferung an Schmerzmitteln nicht gegeben habe, die Waits gestern im Postamt abgeholt hat. Ich hätte sie ihr ja gegeben, aber die Firma hat dieses Mal keinen neuen Schlüssel mitgeschickt. Also steht diese Kiste einfach verschlossen auf meinem Schreibtisch. Die haben sich wohl gedacht, dass wir inzwischen genug von ihren Trickschlüsseln haben. Ich erinnere mich aber nur an einen, den ich in den letzten Tagen gesehen habe. Grace hat im großen Salon damit gespielt. Wenn das Ding nicht von selber auftaucht, muss die Sache wohl warten. Ich muss herausfinden, wo Jeremy hin ist. Ich glaube, Jack weiß etwas. Sein Hund hat diese seltsame Fäulnis aufgespürt, die das Haus durchdringt. Sie will uns etwas zeigen, hat er gesagt. Als würden diese ekligen Flecken und Schlieren zu ihm sprechen. Okay, keine Ahnung, was mit der Fäulnis gemeint ist, aber der Schlüssel für die Box ist irgendwo im großen Saloon. Gut, easy. Geht die Karte mit M auf? Oder Escape? I? Karte, großer Saloon. Ach, der ist da hinten. Da kommen wir zumindest da nicht rein. Eventuell da hinten. Wir gehen dann... Ja, ich glaube, wir schauen uns die Räume hier nochmal an. Gut. Puh. Ich dachte gerade,
brauche den Schlüssel. Ja, was du nicht sagst. Na, ja, da geht aber an der Schlüssel. Ja, es sah hier schon mal besser aus, aber ich sehe jetzt keine Fäulnis. Es ist einfach nur nicht gepflegt. Wow. Cool. Wo bin ich jetzt? Treppenhaus. Wir müssen eigentlich dahin irgendwo. Okay. Ja. Nice. Gönn doch. Zeitung. Okay, die öffnen. Weltwirtschaftskrise. Präsident Hoover erhöht die Zölle für über 20.000 Importgüter, um die Arbeiter Amerikas zu schützen. Seit dem Zusammenbruch der Märkte an der Wall Street am 24. Oktober des letzten Jahres hat die amerikanische Wirtschaft schwer gelitten. Tausende Firmen sind bankrott und ein großer Teil der amerikanischen Arbeiter ist nun arbeitslos. Um das Ruder herumzureißen, hat Präsident Herbert Hoover das Smoot-Hawley-Zollgesetz unterschrieben. Durch das Regulieren des internationalen Handels hofft die Regierung, einen Anreiz für die US-Industrie zu schaffen, mit billigen Importwaren aus dem Ausland zu konkurrieren. Aberglaube verbreitet sich. In diesen schweren Zeiten profitieren Voodoo-Läden und spirituelle Medien in New Orleans. Während die Wirtschaft seit dem schwarzen Donnerstag des letzten Jahres gebeutelt ist, wenden sich immer mehr Menschen den Hexendoktoren und Schlangenbeschwörern zu. Zum Tag des Johannesfests am 23. dieses Monats erwartet die Polizei noch gesteigerte Kultaktivitäten nahe des St. John-Sumpfs an der Südküste des Pontchartrainsees. Es gibt in dieser Region eine lange Tradition für Voodoo-Rituale am Johannistag, die bis zu den ersten Schlangenanbetern zurückreicht, die als Sklaven aus Westafrika verschleppt worden waren. Im 19. Jahrhundert sind diese Praktiken durch die legendäre Marie Laveau bekannter geworden und wurden seitdem von vielen Kreolen übernommen, aber auch von den überlebenden Aristokraten des französischen Viertels. Schriftstellerin sucht Zuflucht. Gerüchte bestätigt. Autorin Cassandra Beauregard hält sich in Decedo auf. Das Decedo Hospital ist ein altes Plantagengebäude an der Ostküste des Pontchartrainsees. Oft wird es als Irrenhaus angesehen, aber der örtliche Arzt Elmer Lee Gray bevorzugt den Begriff Erholungszentrum, einen Ort, den man aufsucht, um Ruhe zu finden. Die Liste der Patienten ist geheim, aber sie soll angeblich viele schwarze Schafe aus wohlhabenden Familien enthalten, denn in Decedo wird man ganz sicher nicht gratis behandelt. Die örtliche Schriftstellerin Cassandra Beauregard hat nun selbst zugegeben, dass sie sich hier aufhält. Sie gilt allgemein als eine der einflussreichsten kreolischen Stimmen und hat viele erfolgreiche Bücher geschrieben. Aus Hollywood wurde kürzlich vernommen, dass sie ein Manuskript für einen Film vollendet hat. Der Titel Slaughter Gulch. Der Film soll kommendes Jahr in die Kinos kommen. Okay, da wissen wir schon mal ein bisschen mehr. Aber ich finde es voll geil, dass es vertut ist. So, was haben wir denn hier? Ein Stempel. Okay. Diese Türen, ey. Ich brauche den Schlüssel. Ja, okay. Gut. Ah, da ist noch eine Tür. Okay. Also an der Couch passiert nie was Gutes. Kurz vor drei. Und da ist zu. Ja, dann was ist das hier? Lichtschalter. Dann gehen wir wieder. So, hier ist nach wie vor keiner. Schauen wir mal, ob wir Richtung Haupteingang kommen. Ich brauche den Schlüssel. Nein.
Okay, kurz mal die Karte doppelt checken. Da waren wir drin, da brauchen wir einen Schlüssel. Da kommen wir nicht drauf, also müssen wir nach oben. Na du, alles... Halt, nicht! Entschuldigung? Wissen Sie, wo ich Jeremy Hartwood finde? Natürlich nicht. McCaffrey, was machen Sie da? Ich sagte, lassen Sie das Kind nicht aus den Augen. Nur keine Sorge, Max. Ich finde den kleinen Wildfang. Wer sind Sie denn bitte? Und was machen Sie hier? Es tut mir wirklich leid, aber ich suche meinen Onkel. Er heißt Jeremy Hartwood. Was machst du hier, Kind? Du darfst nicht allein sein. Geh zu McCaffrey. Wer sind Sie? Sind Sie hier für das Fai-Dodo? Geh nach oben. Sofort. Mein Name ist Emily Hartwood. Ich bin die Nichte von Jeremy Hartwood. Das ist Detective Carnby. Polizei? Was machen Sie hier? Nein, ich bin Privatermittler. Verzeihen Sie die Störung. Miss Hartwood sorgt sich um ihren Onkel. Er ist Patient hier in Ducedo. Könnten Sie uns sagen, wo wir ihn finden können? Kann ich nicht. Jeremy wird gerade vermisst. Wenn Sie Ihre Daten hinterlegen, dann werde ich mich bei Ihnen zurückmelden. Wie? Er ist weggelaufen? Nein, er verlässt das Haus nicht. Er ist hier irgendwo und unsere beiden Pfleger suchen bereits nach ihm. Das ist unzumutbar. Wo ist Dr. Gray? Ich will sofort mit ihm sprechen. Schön, ich werde ihn fragen. Warten Sie hier und fassen Sie nichts an. Ja, was das betrifft... Was ist mit ihr? Möchten Sie Jeremys Zimmer sehen? Zeigst du es uns? Kommen Sie mit. Ja, überhaupt keine komische Kunst. Danke. Was ist mit der? Erstmal dir zu machen. Sehen wir uns um, vielleicht finden wir was. Okay, aber immerhin ist er jetzt wieder da. Aber das mit der Katze hin war jetzt gerade ein bisschen schräg. Ist das so sein Zimmer? Ja. War nicht mal so schlecht aus. Fangen wir mit dem da an. Naja, brauchen wir dann Schlüssel, war klar. Tagebuch. Okay, öffnen. In jeder Nacht steht der Schattenmann dunkel an der Schwelle meines Zimmers. Er zählt die Tage, bis meine Seele endlich meinen müden Körper verlässt. Nur seine bleiche Maske bewahrt mir den Rest meiner geistigen Gesundheit. Direkt in das Gesicht dieses Dämonensultans zu blicken, würde wohl die Zeit selbst zerspringen lassen. Hätte er für meinen Vater genauso ausgesehen, als dieser um sein Leben rang? Such dieses verschleierte Gesicht meine Nichte auf die gleiche Weise heim? Ich wünschte, ich könnte meiner Seele im sonnenbeschienenen Kloster von Taroea Ruhe schenken. Würde ich dich dort finden, Juan? Oder... Signora Perusi, die aus dem Jenseits zurückgekehrt ist? Jede Nacht verstecke ich mich vor ihm. Ich flüchte von einer verzerrten Erinnerung zur nächsten. Ich erlebe Szenen, die aus der Fantasie und aus Fieberträumen heraufbeschworen wurden. Es sind Orte, die ich nicht einmal wirklich malen kann. Ich wünschte, ich könnte Ihren Tod verstehen, Signora. Gibt es irgendwas, was ich für Sie tun kann, außer Sie in dieser kargen Nekropole zu begraben? Diese triumphale Kapelle, die sich über die Bücher und die Öfen erhebt. Sie soll Ihr Grab sein. Dort können Sie ruhen und ich um Sie weinen.
Ich bemerke gerade, da hat es 5 Seiten. Okay. Wie ist es Ihnen gelungen, solche Dinge zu erfassen, Signora? Wie konnten Sie wissen, dass der zerstörte Boilerkessel im Keller mich zum Lafayette-Friedhof bringen würde? Oder wie die alte Standuhr oben mit ihren astronomischen Motiven mich zum hasserfüllten Hügel beim Hafen von Clermont bringen würde? Das sind meine Erinnerungen, meine Vergangenheit. Gibt es für mich vielleicht doch eine Chance, wenngleich eine winzige Taroea zu sehen? Ich will das mehr als alles andere. Bitte, mein Talisman soll mich dorthin bringen. Ich will neben Juan unter dem Bodibaum sitzen. Obwohl sie mir den Talisman verkauft hatte, enthüllte Miss Jackson, die Voodoo-Priesterin, mir keines ihrer Geheimnisse. Deswegen musste ich nach Tancre reisen. Stattdessen erzählte sie grausamerweise Baptiste, meinem Pfleger, dass er auf die grässlichste Art und Weise verraten und getötet werden würde. Dass die Person, die er liebte, sein Bein mit einem Speer durchstoßen und er von seiner eigenen Mutter verschlungen werden würde. Was für eine furchtbare Weissagung. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann gibt es halt Objekte, die ihn dann in irgendwelche Traumwelten reinbringen, die in der, oder ja, Vergangenheitsgeschichten und das mit dem Talisman zusammen. Und ich glaube, den Talisman müssen wir suchen und zu den zwei Orten da hingehen. Und dann sind wir vielleicht auch in dieser Welt. Keine Ahnung. Ist nur so eine Vermutung. Die Menschen in der Seto werden gefährlich. Sie verstehen nicht, was sie tun. Ich muss etwas tun, um sie aufzuhalten. Ich habe versucht, mit Dr. Gray zu sprechen, aber er verwechselt meine Sorgen mit anderen. Er ist darin gefangen, mich behandeln zu wollen. Wie kann er nur glauben, dass ich mit Medizin und Gesprächen zu heilen sein könnte? Die Pfleger, die Haushälterin und die Patienten sind alle verrückt. Sie werden das Böse in diese Welt rufen. Alles wird untergehen. Alles. Es sei denn, ich kann den Sekretär finden, Mr. Waits. Er schien mir bei klarem Verstand zu sein. Oder vielleicht Borgard. Ja, ist die Frage, wer jetzt hier verrückt ist, ne? Der Schattenmann hat mir ein Gefängnis angeboten und ich habe es angenommen. Ich habe diesen ungerechten Vertrag unterschrieben und bin einen dunklen Pakt mit ihm eingegangen. Alle werden sicher sein, außer mir. Oh. Und wir werden da rausholen, I guess. Ja, toll. Ah, warte mal, das will ich mal ansehen. Da hat's Hinweise. Soll man vermutlich noch brauchen. Okay. Das war das. Ist das hier? Achso, mit ihm reden. Ich habe ein Kollektanenbuch gefunden. Was ist das? Ein Notizbuch mit allem möglichen Kram darin? Kennen Sie einen Ort namens Taroea? Noch nie davon gehört. Ist das in der Nähe? Ich habe keine Ahnung. Scheint einfach ein Ort zu sein, den Jeremy besuchen wollte. Gut zu wissen. Okay. Noch mehr? Warte mal, das muss vermutlich hier hin, das muss dahin, das da dahin, das da dahin. Das war einfach. Haben Sie sowas schon mal gesehen? Sieht aus wie ein Talisman. Ja, von dem haben wir schon gelesen. Hier? Könnten Sie ein Messer für die Leinwand suchen? Ich will das hier mitnehmen. Sie wollen das Bild mitnehmen? Klar, ich suche eins.
Warum nicht das ganze Bild mitnehmen? Aber geil gemachtes Bild. Ich habe auch noch diese Röhre gefunden. Für den Transport. Wollen Sie es tragen oder soll ich? Miss Hartwood. Emily? Ich nehme es. Danke. Wir sind hier fertig, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wie sowas geht. Ich denke, wir sollten mit Dr. Gray reden. Er muss doch wissen, was hier vor sich geht. Na gut. Machen wir das. Und die anderen komischen Dinge, die da in seinem Zimmer sind? Kommen Sie, ich will hier nicht übernachten. Detective Carnby? Wohin sind... Du hast nicht mehr Fragen, oder? Alles klar. Wir sind jetzt irgendwo anders. Kann ich jetzt aufmachen? Nee. So, da ist zu, aber... Nee, da hinten ist nichts. Gut. Ja, okay. Was, man kann ja auch mit... Was zur Hölle war das Ding? Ich will es gar nicht wissen. Aber ich höre noch mehr. Kann ich crouchen? Alla! Schieß! Schieß! Alla! Scheiße! Schieß! Schieß! Alla! Holy shit! Das war uncool. Und ich brauche wesentlich mehr Munition. Die steckt ein bisschen was ein. Munition hier? Nein. Wo war denn das jetzt? Munition? Gut. Da kann ich nicht lang. Warum nicht? Ach so, Laden ist da unten. Ich mach jetzt mal lieber einen auf leise. Das kann nicht sein. Ja. Warum will ich sprinten? Ich will gerade nicht. Oder?
will eigentlich ganz leise sein. Ah, scheiße, wir sind voll. Nice. So, da geht's auch nicht lang. Na, Fahrrad, was haben wir hier? Fuck, das wollte ich nicht. Gekommen. Ich war in der Shadow. Auf der Suche nach Onkel Jeremy. Jeremy ist Ihr Onkel? Das wusste ich nicht. Woher auch? Arbeiten Sie noch in der Shadow? Ja, Lottie und ich sind geblieben. Wir sind jetzt echte Pfleger. Sie erinnern sich an meine Schwester Lottie? Was ist passiert, Baptiste? Wie kamen wir her? Wissen Sie vom Schattenmann, der Ihren Onkel heimsucht? Ich bin vertraut mit seinem Geisteszustand. Ich glaube, irgendwie sind wir in seinem Kopf. Denn diese Straßen sind echt, aber sie finden sich auf keiner Karte. Nein, das hier ist wie eine Erinnerung. Aber eine falsche. Wissen Sie, wie wir zurück nach Dorsetto kommen? Ich bin hier nicht sicher. Das ist leider nur allzu wahr, Mrs. Marcus. Lassen Sie das. Ich bin Emily Hartwood. Und es gibt keinen Grund, mich anders zu nennen. Tut mir leid, Miss Emily. Ich versuche Ihnen nur zu sagen, was los ist. Dieser Ort ist für niemanden sicher. Etwas Böses lauert in den Schatten. Wie komme ich zurück? Nur Jeremy weiß wie. Er hat diesen Juju-Anhänger, der ihn führt. Meinen Sie diesen Talisman? Mhm. Genau sowas. Er sagt, dass er ihn beschützt. Seit er ihn von Miss Jackson die Straße runtergekriegt hat. Sie wissen, woher er kommt? Waren Sie da? Ich war erst vor einer Stunde dort, hab Jeremy gesucht. Hab abgeschlossen, um die Ghule draußen zu halten. Sie können den Schlüssel haben. Danke. Ich seh's mir an. Passen Sie auf, Miss. Okay. Das, die Angestellten sind nicht verrückt, wenn die jetzt auch hier drin sind in was auch immer das hier ist. Was haben wir hier? Gutes Reptil. Aha. Okay. Munition, her damit. So, was haben wir hier hinten? Bleiben Sie hier? Eine Weile. Wir sehen, ob Jeremy auftaucht. Ja, habt ihr mal mit Jeremy da irgendwie mal drüber quatscht, dass das vielleicht ein bisschen strange ist, was hier abgeht? So, sonst gibt es nichts mehr zu mitnehmen. Da war aber noch eine Tür, die man nicht nutzen kann. Okay. Ziemlich abgefuckt. Ich würde sagen, für die erste Episode belasst uns erstmal bei dem hier. Es hat schon guten Auftakt, finde ich. Ich bin schon echt gespannt, wie es jetzt mal weitergeht. Aber ja, der Nonsens fängt gut an. Mir gefällt's. Bis jetzt. Wobei, wenn es dann wirklich gruselig wird, dann werde ich mich wieder selber verfluchen. Ich kenne mich. Wie ist euer Eindruck? Schreibt es gerne in die Kommentare. Bis dahin, macht es gut. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.